others. Prototype commanders in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Almas Söhne vereinen sich, um Armakim zu entkommen. Aber es ist gewiss nicht, ob sie sich wie Brüder oder wie Feinde verhalten. Abschnitt Nummer 1. Das Gefängnis. Flüchten. Aber was wird aus ihr? Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, es ist ja schon eine Ewigkeit her, seit wir die ersten beiden Teile gespielt haben. Und da dachte ich mir, schauen wir doch mal, ob sich der dritte Teil spielen lässt. Ja? Und ob ich da überhaupt die Macht zu habe. Wer sich an den zweiten Teil erinnert, ist ja ein tolles Spiel gewesen. Tolle Schockmomente. Es ist 18 vor 1, mitten in der Nacht. Hätte ich jetzt hier eine Uhr, würde ich sagen, hier ist es genauso spät. Aber naja, können wir nichts lesen. Ups. Wir haben noch Zeitlupe, das ist schön. Doch wo sind wir? Wie haben wir die Explosion über... Hallo? Ey, mach mal die Tür auf, ja? Niemand schmeißt hier mit scheiß Plastik... Wo ist das hin? Na egal.
Das Subjekt wird immer noch aus der Einzelhaft geführt. Verstanden, Kommando. Wollt ihr, dass wir das Subjekt vor dem Transport betäuben? Verstanden. Subjekt wird vor Transport betäubt. Bravo, 4-3, Alpha, aus. Alles klar. Hier ist Shoe Sale, wie es aussieht. Wo sind diese Arschlöcher? Mann, kannst du mal die Fresse halten? Ich will ja gerade erzählen, dass es hier einen Shoe Sale gibt. So, welche Schuhe haben wir denn hier? Wir haben Sneaker, wir haben Flipflops, wir haben Springerstiefel, alles dabei für den jungen Teenager hier im Haus. So, ich weiß, dass das Spiel... Ich will sagen, dass das Spiel eher an den Shooter erinnert als an... als ein Horrorspiel. Soweit meine Erinnerung. Also werden hier weniger Schockmomente hoffentlich. Schockmomente sein. So, man muss auch mal ausreden hier. Scheiße, er ist es. Hört ihr mich denn nicht? Kommt hier runter. Er hat sich befreit. Vergiss es. Du wirst hier nicht entkommen. So, hier, Mann. Easy. Ein Spiel mit Auto-Regen. Auto-Regeneration. Wunderschön. Nicht so wie die alten Teile, wo man noch Medipacks hat. Leider. Oh. Hi, Alma. Ist leicht blutig, würde ich sagen. Wo ist der? Ich bin getroffen! Zack, zack, zack. Geh zurück, geh zurück! Ups. Was habe ich denn hier gemacht? Egal. Haben wir hier noch Muni? Oh, Teabaggen. Weil wir hier in einem Online-Game sind, natürlich. Guck mal, hier gibt es auch ganz schön viele Errungenschaften. Mal gucken, ob die irgendwas bringen. Lol, er hat einen Headshot kassiert. Geht in Deckung! Hinwerfen! Übernehme Position! Scheiße! Ja, scheiße. So, jetzt machen wir hier mal. Ich bin getroffen. Wie schnell doch alles zu einem zurückkommt. Sagt wer? Paxton Vettel. Komm mal her. Komm mal ran. Ja, man sieht schon, dass ich in Ego-Shootern wahrer Profi bin. Also ihr werdet ihr Skill vom Feinsten sehen. Also richtig vom Feinsten. Schickes Graffiti. Aber dafür, dass das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sieht es eigentlich noch nicht schlecht aus, ne? Kommt jetzt zwar nicht an so tolle Spiele wie Crysis ran oder das neue Uncharted, aber... Haben wir hier noch was? Haben wir eine Taschenlampe? Jo, tatsächlich. Oh, wir haben sogar eine... Yeah. So. Putz. Okay, die halten einen Kopfschutz aus, ja. Einen Kopfschuss halten die aus. Überprüfe es. Okay. Alter, was hältst du denn aus, ey? Meine Fresse. Oh, hi. Yeah, 5 Kopfschüsse. So. Ja, ich gehe. Ich sehe nichts. Siehst du die Scheiße? Ein bisschen weit. Ja, Mann. Komm doch mal ran, ey. So. Umwechseln auf Revolver. Ups. Ja, ich muss da noch reinkommen, ja? Tut mir leid. Ich bin aber echt schlecht.
Das war richtig bad. So, wir brauchen zwei Schüsse, ja? Mist, er ist frei! So, erstmal der Rohschaft freischalten. Drei Headshots, wir haben irgendwas da unten freigeschaltet. So, zack, zack. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen ernst. So, nachladen. Wir haben nicht mehr viel Munition. Warte mal. Das war ein Headshot. So, erstmal Deckung bleiben. Bisschen. Yo, Punkte sammeln. So, da packen wir eine Granate rein. Da auch. In die Munition. Oh Leute, jetzt haben wir hier für eine Menge. So, wo seid ihr? Ich kenne eure Tricks. So, okay, wenn wir kein Fadenkreuz mehr kriegen, kein Treffer-Dingen, dann heißt es, der Typ ist tot. Ja. War doch easy, oder? Also gestorben sind wir noch nicht. Na komm, ey. Warum ziel, warum will ich eigentlich die ganze Zeit Köpfe zielen? Zielen, sag ich schon. Oh, scheiße! Jetzt hab ich dich! So, ja, ich hab dich, du Bauer, ey. Jetzt kommen mir die COD-Skills raus. Wie kann ich Quickscopen? Sound ist auch gerade gut. Was? Hab ich schon wieder irgendwas verpasst? Okay. Wollen wir mal weitergehen. Können die Violinen mal aufhören zu singen? Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Oh, da ist ein Gefangener entkommen. Oh, oh. Da kam jemand aus dem Klo raus. Oder ist gerade reingesprungen. Wo sind wir hier? In welchem Gefängnis? Ja, das sieht ja echt gar nicht mal schick aus. Hier, eine Lieferung von Amazon. Was ist hier drin? Ah, noch eine Lieferung von Amazon. Ja, das Bestellungsarsenal. What? Warum? Hä? Ja. Physics funktionieren hier nicht. Ja. Yeah. Überall an leuchtenden Körpern das Seelenband aus, um die Erkundungsherausforderung abzuschließen. Okay. Das bringt mir was. Punkte. Und was bringen mir Punkte? Pass auf mit deiner Taschenlampe. Die wird dich noch verraten. Danke, Paxson. Ich habe keine Granate. Kannst du denn immer noch leben, ey? Da drüben, bei der Tür. Nehmt eure alle, Augen nach. Yo, steht da auf einmal mit einer Schrotflinte direkt vor mir. Komm her, Mann. War das eine Granate? Ich hoffe nicht. So, das war ein Headshot. Ja, wie ihr seht, das Spiel hat echt mehr Shooter-Passagen. Oh, Alter. Wo bist du? Ah, da oben war noch einer. Habt ihr Sichtkontakt? Mann, nee. Wir haben ein feindliches Ziel. Yo, wo war er denn? Ganz unten. Ja, siehst du die, ja, 1000 Punkte. Verstanden. Alter, wo bist du? Da. Zielobjekt bei der Sicherheitsabsperrung. Oh, nice, ey. Schön, dass du das weißt. Jetzt komm raus. Scheiße, geht
Streck aufs Ziel! So, da haben wir ihn. Hallo? Ich will nicht nach vorne. Geil, mein Aim. Mein Aim ist beste. Ja, ich hab's verstanden, dass ich bei der Sicherheitsabsperrung bin. Oh, guck mal, die reden wenigstens miteinander. Boah, nee, ey, mein Aim. Schlimm, schlimm. Ziehen sich alle zurück? Ziel erfasst! Ziel auf 12 Uhr! Ja, gut. Hinter der Kiste! Ich kann nur zwei Waffen tragen. Hinter der Kiste! Okay, das ist undurchdringbar. Gib mir Munition! Du Hurensohn! Geh zurück! Sagt der mit Granaten schmeißt. Meine Güte. So, haben sie alle mal ihr Köpfchen gezeigt. Da ist der letzte. Komm, den schnappen wir uns mit der Schrotflinte. Motherfucker. Ja, undurchdringbar. Bitch. Buh. Was? Tja. Der hat Tacos zum Mittag gehabt. Hat sie anscheinend nicht vertragen. So, sehr schön. Werft hier nicht... Da, guck mal da. Plastikbecher. Wieso haben die Plastikbecher hier gesperrt? Okay, alles klar. Sackgasse. Gibt es hier noch irgendwas anderes zu sammeln? Außer Seelenbänder oder noch irgendwas? Gibt es ja in den meisten Spielen. Vielleicht Munition. Munition wäre ja nicht schlecht. Aber ich glaube... Ah, guck mal, ein Seelenband. 1500 Punkte, geil. Wofür auch immer. Sick, Bro. Ey, Mann, nicht schmeißen, ja? Könnte ins Auge gehen. Wäre echt schlimm, wenn man dann stirbt. So, ne? Durch Zufall kriegt man so jetzt ins Gesicht. Ich bin getroffen. Ja, komm, zeig nochmal deine Hand. Zeig deine Hand. Affe, ey. Er hört sogar noch drauf. Nee, haben wir. Wir haben Nahkampf und Fernkampf. Das ist doch allerliebst. So. F1. Ah, guck mal da. Aha. Wir sind Level 1. Okay. Wir können also Level up kommen. Und was bringt uns das? Mehr Leben? Ist also Play to Win. So, so. Jetzt haben wir eine Flashbang. Cool. So. Zack, 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 zack. Runter mit euch! Hinter der Kiste! Wie wechselt man jetzt nochmal? Los, los, los! Sorry. Alter, kommt der hier einfach angelaufen? Haha. KI durchschaut. Wenn man schießt, dann kommen sie nicht hinter ihrer Deckung hervor. Habe ich ihn erwischt? Jo. Mann, Alter, schmeiß hier nicht mit Pappbechern, Mann. Hier wird gekämpft. Kann ins Auge gehen.
habe ihn voll getroffen und zwar ins Gesicht. Und er ist nicht gestorben. Müllsammler. Geil, 1000 Punkte. Achtung an alle Stationen. Das hochwertige Experiment ist ausgebrochen. Spuren der keinen Kopf mehr? Kantine. Doch. Wir folgen, um einzugreifen. Alter, ich habe immer das Gefühl, ich verpasse hier immer was. Der bringt's auch richtig. Gesperrt. Ich hab gesagt, ihr sollt nicht mit Sachen rumschmeißen. Die Leute. Heutzutage hören aber auch echt gar nicht mehr. Fahrstuhl geht nicht mehr, so ein Scheiß. Okay, dann holen wir uns einfach mal das Seelenband, würde ich sagen. Yeah. Hier ist schon wieder die Physik am Arsch. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Durch die Tür. In Deckung gehen. Meine ganze Eingreiftruppe wurde ausgelöscht. Oh, gut. Komm da raus. Was mit dem hinter Deckung gehen ist ganz, ganz nützlich. Gib auf. Oh, ich hab Curryfässer kaputt gemacht. Da bist du ja. Ja, und ich hab getroffen, Mann, weil mein Bücherstapel ist größer. Denn Wissen ist Macht, mein Freund. Oh, ich hab Bücher kaputt gemacht. Wo Curry drin ist. Bitch. Hab ich ihn erwischt? Yo. Oh, shit. Standard. Kommando, der Standard. 3000 Punkte. Wenn er hier auftaucht, werden wir ihn festnageln. Wir sind immer noch nicht Level 2, aber beim nächsten Dingen. Entweder machen wir das 6. Gute Reflexe, ne? Ist ja das Einfachste. Die Zeit voll kriegen. Ab zur Cafeteria, ich hab Hunger. Überprüfe. Zeit für Döner. Oh shit. Ja, verdammte Kacke. Er ist tot. Verstanden. Rücken vor. Lol. Hä? Kann er mich denn erwischen, ey? Komm raus. Ja. Ja, danke. Guck doch noch mehr raus. So, komm raus. Aufstieg! War das Soldaten-Seitwärtsschritt? War das ein Seitwärtsschritt? Verlagern! Wir haben bald keine Schützen. Ja, ne? In Position. Ziel. Wenn wir jetzt wüssten, was ein Dingens Freischaltdingen ist. Ein Seitwärtsschritt. Zu mir. Alles klar. Ja, geil. Habt ihr das gesehen, ey? Skill. Ohne Zeitlupe. Alter, ich verwechsel die Tasten. Hoffentlich. Oh. Seelenbahn, 1500 Punkte. Geil. Damit wir unseren Soldaten-Seitwärtsschritt verbessern können. Ja. Profischüsse. Flashbang. Geil. Ich bin festgenagelt. Endlich mal eine Flashbang richtig geworfen und sich nicht selber geblendet. So. Dass sie auch nicht in Deckung bleiben, tolle KI.
Oh, ich keine Muni mehr. Jetzt wird Zeit für Schotzenzeit. Schotzentime, Schotzentime, Schotzen, Schotzen, Schotzentime. So, Küche ist leer, alles aufgegessen. So, wie lange können wir denn sprinten? Eine Weile. Oh, Seelenband. Schön. Punkte scheinen echt hier das A und O zu sein. Und wie ihr seht, ist Shooter, ne? Ist ein Ego-Shooter, kein Horror-Shooter mehr. Ja, ich Hurensohn. 50 Kills in Folge. Boom, ich hab mit einer Schrotflinte in sein Gesicht getroffen. Aber er lebt einfach noch. Er lebt einfach noch danach. Unmöglich. Hoffentlich werden die Gegner nicht noch stärker. Sonst haben wir echt ein Problem. Noch ein Seelenband. Mann, ey. So geht das, Kollege. So, Bitches. Okay. Gut, dass wir Lebensregeneration haben. Weil sonst wäre das echt schwierig, das Spiel, wenn man jetzt nur Medipacks hätte. Bei so vielen Gegnern. Ups, 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 so. Deckung. So, Headshot, Deckungsgut. 6000 Punkte, Leute. 6000 Punkte. Da war doch noch einer. Der ist gerade gekommen. Da haben wir. Easy peasy lemon squeezy. Kein Problem. Ich muss gerade mal was kurz nachgucken. Haben wir Steuerung? Was? Das ist Tourbelegung da oben. Haben wir Maus 5. Okay. Vettel. Achso. Kanonenab, Mekatrit, diverses Schnell-Update. Achso. Aber wir haben kein. Kein. Okay. Wir haben kein. Wir müssen auf Kontrollpunkte warten, wenn man aufhören möchte. Okay, wir sind sogar ein Gerichtsvollzieher. Witzig. 50, weil wir 50 Sachen aufgesammelt haben. 50 mal Munitionspakete. So, oha. Delta 3-2, habe Sichtkontakt zum Ziel verloren. Verfolge in Richtung Zellenblock Charlie. So macht man Türen auf. Yeah. Zeitlupe, Geist. Ach so, okay. So kriegt man also mehr Zeitlupe in diesem Spiel. Was ist hier? Da ist noch ein Seelenband. Was ist das denn? Mami! 5000 Punkte. Okay. Gut. Okay. Dann nehmen wir das. Sollst nicht trinken, Alma. Nur weil deine Kinder ausgewachsen sind und sich gegenseitig umbringen, heißt es nicht, dass du trinken musst, ja? Also, bitte. An alle Eingreiftruppen. Beschuss durch leichte Waffen hat einige Gasleitungen beschädigt und die Stromleitungen in der Nähe sind auch betroffen. Haltet euer Feuer unter Kontrolle. Ja. Bro. Was tust du denn hier? Chillen? Oh, shit. Wenn ihr gleich alles in die Luft fliegt, ja, will ich meinen
meine Killstreak jetzt nicht verlieren. Seh. Was atmet hier so schwer? Ich bin's nicht. Ich hab keinen. Ich atme nicht schwer. Ich hab auch kein Röcheln. Ich hab keinen Husten. What the shit? Oh, keine Krabbler. Oh, ich hab gerade so ein. Kennt ihr das, wenn ihr euch erschreckt? So ein Schock ging durch den Körper. Vom Kopf aus durch den ganzen Körper. Oh shit. Ah, mein Pros. Profis. Profi Generals. Wartet. Wir haben hier ein Problem. Kacke. Die Leitungen 2 bis 4 scheinen alle rot an. Ha, Bitch. Seelenband. Tja, leg dich nicht mit an. Ich hab Feuer unter Kontrolle. Finde einen Ausgang, bevor das... Yo! 9 Uhr! So, wir machen jetzt ja keinen Spaß mehr. Dingens geht nämlich in die Luft, wir haben keine Zeit. Für so einen Scheiß. So, Mann, wir haben keine Zeit. Komisch, dass ich so einfach gestorben bin, ey. Ja, man braucht immer eine kurze Eingewöhnungszeit. Ja, Shooter habe ich schon seit 10 Jahren nicht mehr gespielt, gefühlt. Bin halt nicht so ein Fan von Leute umbringen, ja? Mit Schusswaffen. Alter, wo kommt denn das Feuer her? Achso, hier ist eine Gasleitung. Okay. Kennt ihr das Spinneweben im Gesicht? Kennt ihr das? Wenn ihr jetzt... Zeig ich euch gleich. Geil, 35 Headshots. Ultraschall, 5000 Punkte. Ne, kennt ihr das, wenn ihr so durch den Wald lauft oder so? Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass ich so Spinneweben im Gesicht habe, ne? Aber im Wald habe ich gar keine Spinneweben im Gesicht. So. Das liegt daran, dass ich so langweilig bin. Ups. Ich rede hier schon wieder dummes Zeug. Ah. Ist besser als nicht zu reden, habe ich gehört. Besser Bullshit reden als gar nicht reden. What? Ja, ich hab mal Seiten getauscht, ihr Wichser. What the shit? What the hell? Gefängnis impossible? Nee. Was? Dude, hau ab, Mann. Oh oh. Oh shit! Ich war doch gerade so schön am Kämpfen. Ah, ja. No. Jawohl, Paxton Vettel. Held der Stunde. Gut, dass wir ihn getötet haben, weil sonst würde das nicht passieren. Und was machst du hier? Geil. Zielzeit 20 Minuten. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht bei WTF. Ja, ich bin halt der Lieblingssohn. Level 4. Na, guck mal, hier haben wir 12-mal Seelenband.
Ja, gut. Aber ich würde sagen, das war's mit der Pilotfolge. Ja, die ist ein bisschen länger. So, der Rest wird wie die Zielzeit 20 Minuten sein. Hoffe ich. Hoffentlich kann man das so machen. Und wir machen es wahrscheinlich so, wenn ich die Lust verspüre, ja, werden wir erst mit Pointman weiterspielen, die Story. Und man kann mit Paxenfell ja anscheinend das Level auch machen. Das heißt, wir wechseln dann, wenn wir mit ihm die Geschichte gespielt haben, wechseln wir zu ihm. Ne? Nicht, dass wir jetzt zweimal dasselbe, zweimal dasselbe Level sehen. So. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, in der nächsten Mission. Vielleicht wird die auch mal in der Zielzeit liegen. Also, haut rein. Tschüss.